Und wieder zurück zu Let's Play Hugo Classics. Heute mit der Ballonfahrt. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir das schaffen. Ich habe es eben gerade mal kurz zweimal angetestet. Ich habe es nicht geschafft, um ehrlich zu sein. Also es wird wirklich sehr schwer. Aber alle guten Dinge sind drei. Vielleicht klappt es jetzt hier bei meinem dritten Anlauf und der Ballonfahrt. Los geht's. Aber ein großer Sprung für die Menschheit. Ja, also eigentlich kommt dafür ein kleiner Sprung für Hugo und dann eben dieser Satz. So, dann anzünden den Ballon. Und wir sehen, der ist ziemlich geflickt und... Oh, da reißt doch schon was. So, die Steuerung. Die 8 nach oben. Die 4 nach links, die 6 nach rechts und die 2 nach unten. Oh, schnell, schnell. Und runter. Runter, ja. Voll. Sehr schön. Jetzt langsam. Sicher runter und hoch, 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 hoch. Jawohl. So, und ich bleibe, ich ignoriere einfach die Punkte, ich bleibe lieber in der Mitte. Die Mitte ist eigentlich immer gut. Dann kann man runter, 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 runter. Runter und... Oh, sogar mal geschafft! Damit hätte ich nicht gerechnet, weil da bin ich jedes Mal dran hängen geblieben. Aber diesmal mal geschafft. So, dann bin ich jetzt mal gespannt, wie weit wir es bringen. Immer schön nach oben. Höher geht's nicht. So, und immer achten, ob rechts oder links Felsbrocken kommen. Wenn welche kommen, dann in die gegengesetzte Richtung ausweichen. Wie jetzt? Rüber, rüber, rüber! Ja. So, runter, 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 runter. Runter, runter, hoch, 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 hoch. Aber nicht zu doll hoch! Runter! Boah! Hammerhart, ich drücke hier schon wie ein Irrer auf meine Tasten. Bleib da. Ah, jawohl. Und damit hätten wir den ersten Teil so geschafft. So weit, so gut. Aber der Grandios. Dicke Ende kommt erst noch. Ja, denn das dicke Ende kommt. So, ab dafür. Es geht nach unten. Und jetzt wird es ganz haarig, denn oh oh. Ja, Schweiß tropft schon und er reißt. Ein Sprung für Hugo. Ja, und jetzt müssen wir noch hier ausweichen. Die 4 und die 6. Und wichtig ist, wir müssen immer in Gang bleiben. Immer im Takt bleiben. Und 0, 0, 0! Oh, Gott sei Dank. Damit haben wir etwas hier gesprengt. Ist auch ganz wichtig. Jawohl. Sieht doch gut aus. Ja. Das sieht ja wirklich mal gut aus. Null, 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 null! Oh, Gott sei Dank. Das ist immer... Oh, das war knapp jetzt eben. Gerade, aber... Oh, wir haben es geschafft sogar! Hammer! Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Jawohl! Yippie! 1A Spitzenlandung! Ja, grandios! Das ist ja... Hervorragend. Jetzt habe ich leider das Bonusspiel noch nicht umgestellt. Das werde ich aber gleich machen. Das heißt, jetzt machen wir nochmal kurz den Blitz. Wenn er gleich kommt. Genau, also nochmal das Spielchen. Und beim nächsten Mal stehe ich es dann um.
Hier wird's wohl zischen und auch krachen. Doch Hugo will's jetzt trotzdem machen. Und dann schauen wir. Da ist der Schlüssel. Den holen wir uns. Und jetzt rüber. Okay. Dahin, dahin. Nein! Ah! Scheiße. Oh, Keck und Troll hat noch längst die Nase nicht voll. Aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Und so, jawohl. Hugo Düsentroll findet dein Ergebnis toll. Ja, außer dem kleinen Patzer und das auch noch im Bonusspiel. Aber das spielt ja keine Rolle. Wir haben es doch nur geschafft mit 1490. Jawohl. Und da geben wir uns Namen an. Und das seht ihr gerade die anderen Stellen, wo ich es versucht habe. Die 150 war beim ersten Mal. Da bin ich überhaupt nicht in Teil 2 gekommen. Und die 390 im Teil 2. Und da hatte ich nur noch das letzte Leben und da dann vergeigt. Aber nichtsdestotrotz, wir haben es sogar geschafft. Es ist grandios. Und beim nächsten Mal geht es mit dem Motorrad weiter. Dann steigt Hugo auf ein Motorrad und fährt durch einen Gelände, kann man sagen. Ja, Geländenberg. Entlang mit dem Motorrad, bum bum bum, und nicht die Oma im Hühnerstall, sondern der Hugo auf dem Berg. Also, bis zum nächsten Mal.